Ausgelegt ist es auf Gruppen-PvP, was heißt, du bildest einen Clan mit mindestens 2 Leuten und mit maximal, glaube ich, 16. Baust diesen Walker, fährst dann von zu Oase und kannst dich mit anderen Clans prügeln. Auf den Handelsposten kannst du Quests kaufen, du kannst es juckt. Kannst du Quests kaufen. Ey, Kerl! Ich möchte jetzt auch. Oh, mach das Mikro hoch, red was lauter, dann geht das auch. Mann, du bist ein penetrantes Hundewesen. Komm her. So, jetzt kannst du weiter erzählen. So, da. Da. ja, und dann geht's halt eben wie in allen Online-Spielen. Du kannst in den Handelsposten Quests kaufen, Material kaufen, verkaufen. An den Handelsposten wirst du allerdings häufiger überfallen. Hast du ja gesehen, direkt am Handelsposten stand dieses Riesending mit der ganzen Gilde. Die haben also nur darauf gewartet, dass potenzielle Opfer kommen. Mehr machst du da nicht. Also wie Fallout 76, wie was wäre da noch vergleichbar? Kann man nicht vergleichen. Ja, doch, letztendlich wie jedes Online-Spiel. Du kriegst Quests und du kannst dir Quests holen, arbeitest die Quests ab und bleibst halt eben in dem Spiel. Das ist wäre im Prinzip ähnlich wie DayZ, wenn es da Quests geben würde, dass es eine übergeordnete Spielfigur gäbe. Mehr machst du da nicht. Uns war es mal interessant, einfach zu sehen, was man da machen kann. Mehr nicht. So, Fazit nach 6 Stunden, 8 Stunden. Nichts für uns momentan. Nicht so wirklich, das ist so das Spiel. Das geht doch nicht. Was geht doch nicht? Das geht doch nicht. Hä, was geht nicht? Was geht nicht? Luffy! Ja, die Ohren sind schon so steif, Doro. Die brechen mal ab. Aber danke schön. Wir wissen, eure Gedanken zu schätzen. Hier gibt's keinen Feierabend. Ja, wir sind ja noch da. Der Hund möchte ja auch noch geknuddelt werden. Guckst du? Komm her. Nee, ich liege da unten. Bist du von mir? Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm mal hier hin. Los. Los, beweg dich. Komm her. Komm her. Komm her. Komm hier. Boah, ich bin doch kein Akrobat. Komm her. Er will nicht. Ne? Er will ja auch noch was geknuddelt werden hier. ja, es ist ein schönes Spiel. Der Gedanke ist interessant. Ja, aber du kannst in Ruhe und gelassen eigentlich vor dich hindaddeln, wenn du nicht gerade in solche Ecken da kommst. Ja. Wenn die Waffen dementsprechend hast, ist es auch egal, aber. Der Witz bei der Sache ist einfach schlicht und ergreifend. Wir haben halt eben enorme Schwierigkeiten mit dem Englischen. Das ist einfach Fakt. Und es ist noch an einigen Stellen für uns eine recht unübersichtliche Menüführung. Und wir kommen nicht mit den Menüs klar, was die Walker angeht. Also mit ins Spiel nehmen oder wie jetzt gerade den Walker wiederholen. Dann musste, wer weiß, wie weit laufen. Also das ist uns noch nicht ganz klar, aber das liegt an uns, nicht am Spiel. Aber ansonsten ist es ein interessantes Spiel, wenn es auf Deutsch, also wenn es dann auf Deutsch ist, in der, schauen wir mal, in der Gold-Version, dann könnte das vielleicht mal sein, wenn man mit so 3, 4, 5, 6 Mann. Ja, dann macht es wahrscheinlich eher noch, wenn du also dann wirklich draufknüppeln kannst. Einer kann ja auf das Schiff aufpassen. Es ist also ein Gruppenspiel. Ne? Weil es hat ja noch ganz andere. Wir sind auch eine Gruppe. Wir sollten uns einen Walker nur bauen. Nee, einen Zweier-Walker gibt's ja auch, ne? Ja, ist ja so ein Ding. Ja. Aber die kannst du ja noch hochpullen. Ach so. Ne? Die kannst du noch größer machen. Ja, gut. Sodass du da noch bauen könntest. Aber sie kommen immer noch nicht gegen so ein Riesending an. Nee, das ist logisch. Na, also da sind noch vom Gameplay würde ich mal tippen, das ist noch nicht ausgewogen. Weil gegen so eine Horde, also so, gegen so einen riesen Walker kommst du mit einem Zwei-Mann-Walker nicht an. Da kannst du nur einen Reiß ausnehmen. Tja.
Ne? Also das funktioniert nicht. Ja, es ist halt eben. Ein nettes Spiel, interessant. Nicht schlecht gemacht. Die Maschine läuft, also die Engine läuft. Von der Grafik her gut, was willst du erwarten? Ist halt eben Wüste, Steppe, Sahara, Kaktus. Ja, da kann nicht viel kommen. No. Schauen wir mal, ja. Eislandschaften können sicherlich noch kommen in verschiedenen Oasen. Also wir waren jetzt Eiskaktusse? Wahrscheinlich. Wir haben ja nur den Anfang angekratzt. Aber großartig. Also für uns ist es erstmal nicht. Wir haben noch andere Spiele, die wir dann ausprobieren können. Wir werden versuchen, dass wir am Donnerstag nochmal online kommen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wir werden versuchen, dass wir wenigstens zweimal die Woche zu euch kommen, mit euch kommen. Guck. Papa. Hör das auf. Im Bärchen rumzuppeln. Ich zuppel ja gar nicht, ich halt ja nur. Dem ist das alles scheißegal, Hauptsache betüddelt mich. Ja, was soll's. Morgen werden wir mal gucken, was wir machen, ob wir vielleicht Fernsehen gucken oder sonst irgendwas. Wir schauen mal. Erstmal war es auf jeden Fall schön, dass ihr da wart. Dass man euch nochmal gelesen hat. Gelesen hat? Das, ja. Ja, ist ja so. Ja. Also, die könnten sich ja alle eine Kamera ansetzen, dann könnten wir dabei einen Discord aufmachen, dann könnten wir sie alle sehen. Oh, ja. Dann hättest du aber neben dem Spiel und neben dem Chat hättest du noch einen riesen Stimmengewirr im Discord. Ja. Dann möchte ich dich mal sehen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Teufel steckt im Detail, das Leben ist eine Achterbahn. Es war schön, dass wir zusammen waren. Es war schön, dass ihr da wart. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Schlaft gut. Dass ihr uns irgendwie nicht vergessen habt. Schlaft gut. Gehabt euch wohl. Habt gut angenehme Träume. Gute Nacht. Gute Nacht, Deutschland, wo immer du auch bist. Tschüss. Ciao.